Und somit willkommen zurück zu Blossom Tales und der schlafende König. Ich habe mich hier mal wieder aufgewärmt. Wir sind in einem Dorf angekommen. Mal schauen, was die Leute hier so reden. Bombenmache heißt der Typ auf jeden Fall. Ich bin in Bombenstimmung hier, ne? Ich weiß, wieso ihr hier seid. Ihr habt von meinen neuen stärkeren Bomben gehört, die ich neu entwickelt habe. Jeder redet darüber. Ich bitte, ihr wollt, dass ich euch sage, wie man sie herstellt. Was bekomme ich als Ausgleich? Nichts, also ich kann euch nicht einfach das Rezept verraten. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Leute für Sachen bezahlen, die sie wollen. Wisst ihr was? Ich mache euch einen Vorschlag. Ich verkaufe euch mein neues Rezept für 300 Gold. Ja, gib her. Jetzt vorsichtig. Wir sind sehr stark. Okay, stärkere Bomben erhalten wir hier schon mal. Das ist nice. Ich glaube nicht, dass diese uns dann weiterbringen. Oh, ganze Bäume zerstören. Okay, machen hier rein. Dann alles zerstören, ne? Okay, sehr schön. Mal schauen, was sie will. Sie heißt Danica. Was ist das für ein Leben? Ein Leben? Ja? Okay. Ja, kann man auf jeden Fall versuchen, ob man den Eingang damit zerstören kann. Mein Kumpel und ich haben immer auf den Friedhof gespielt, aber nun ist es so unheimlich. Ja, wir müssen da leider durch irgendwie. Aber könnte wir vielleicht die Lösung finden? Das wäre doch schön. Hi, was geht? So, Figur. Oh, wenn ihr rotes Haar schon seltsam findet, dann wartet mal ab, bis ihr nach Pinion Zapfingen kommt. Da waren wir schon. Hi. Eine Pilzsuppe? Falls der Lift kaputt ist, komm später wieder. Es braucht eine Weile, ihn zu reparieren. Okay. Sind wir jetzt hier Richtung Pinion Zapfingen oder was das heißt? Wo sind wir? Da Karte nicht zu sehen. Nein, nicht da. Okay. Oh. Ich habe einen geheimen Keller für den Fall, dass die Orks einmarschieren. Vielleicht hab ich's dort gelassen. Im Keller. Was hast du denn da gelassen? Im geheimen Keller. Aber können wir den finden? Ohne Lippen. Ja, der Pilz nach Pinien. Pinien. Ist heile. Wir waren schon da. Oh, das ist kein Problem. Okay, schade. Ich dachte, es verbrennt, aber anscheinend geht's nicht. Ach, mit dem Feuer, sehr schön. Eigentlich von oben sollten wir das uns gönnen. Jetzt gehen wir einfach diese Höhle rückwärts. Mal schauen, wo wir rauskommen. Wir finden vieles, aber nicht den richtigen Weg oder die richtige Person, die uns verrät, wie es weitergeht. Okay, man kann es übertreiben. Okay, wir kommen aus dem Loch irgendwo raus. Jetzt sind wir auf dem Berg irgendwo. Oh, nice. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier. Okay. Das ist sehr interessant. Ich bin damals gar nicht so rumgelaufen, ne? Oder doch? Ich glaube, links war noch diese eine Höhle, ne? Kann das sein? Nee. Okay, wir gehen wieder zurück. Wir können auch. Kann man von den Bergen da eben runterspringen? Ich glaube nicht. Okay, fallen wir mal wieder hier rein. Ja, kann man von runter.
Ein Tier kann man natürlich nicht runterspringen, ne? Ja, gut gemacht. Sehr geil gemacht, auf jeden Fall. Hier waren wir noch nicht drin, oder? Doch. Hier, dann waren wir in allen Häusern. Sieht so aus, ne? Vielleicht kann der uns weiterhelfen. Mal schauen. Ich hänge hier gemütlich auf meinen Baumstamm ab. Wenn das Leben an mir vorbeizieht, werde ich ein Lied hören. In Pinienzapfingen, dort bei den Eulen. Lauscht genau, hört den Wind heulen. Die Eisorchideen, das Eich, Eis und Pinienzapfen, den Schnee. Wissen orangehaarige Mädchen, ich liebe euch. Falls ihr mich nicht liebt, liebt wen immer ihr wollt. Doch ich bitte euch, stillt mein Herz mit einer Umarmung. Schickt mir einen Brief, sendet ihn über den Lift. Eure süßen Worte, meine Schöne sind mir das Liebste. Aha. Okay, hier waren jetzt überall drin, ne? War die alte, ja. Okay. Das war's dann hier in diesem kleinen Dorf. Kleiner Feind. Jetzt sind wir hier bei einem Bienenstück. Ein Imker ist hier. Oje Mini, meine Bienen benehmen sich merkwürdig, seit der Bruder des Königs hier vorbeikam. Im Moment sind sie zu aggressiv für mich, um ihren köstlichen Honig zu ernten. Helfen mir beim Sammeln von Honigfarben und ihr bekommt eine Belohnung. Ja, ich brauche eine Honigquabe, auf jeden Fall. Vielleicht probieren wir es mal aus, ne? Achso, sind einfach dann weg, alles klar. Zwei von 20 Honig haben, okay. Wie viele Sachen man hier alles sammeln kann, ne? Von jedem brauchen wir immer 20 Stück. Wir sind damals ja einfach nur durchgelaufen. Ich wusste nicht, dass wir die hier zerstören können. Okay. Ganz fein, ganz ruhig spielen. Ganz fein. Ja, so ist gut. Okay, jetzt sind alle gezähmt hier. Ich brauche mindestens 20 Honig. Bitte bringt mir bald welche. Okay, der will die Honigfarm haben. Jetzt sind wir hier, wo wir schon mal waren. Nach links geht es auch nicht, um die Karte frei zu machen. Ey, wir kommen jetzt leider nicht voran, Leute. Das ist der Vorteil. Mit dieser komischen Blüte, die man bekommen hat. Ich möchte hier gerne jetzt nach oben. Man muss halt durch die Berge da lang irgendwie. Jetzt sind die Bienen jetzt wieder da. Aber nicht jedes Mal bekommen meine Honigwange. Jetzt haben wir, das ist gut. Ah, die stechen ja, aber sehr gut. 17, komm, drei Stück kriegen wir noch, oder nicht? Schön. Ah, geht weg. Okay, noch eine von den zwei Stück, das sollte reichen. Ja, schön. Er hat 20 Honigfarben gesammelt. Erstaunlich. Ich brauche immer noch mehr, also immer her damit. Nee, weite Medaille oder was? Der Imker überreichte ihr ein kleines Medaillon, das in ihrer Hand summte. Solange sie es besaß, konnte sie Bienen zu Hilfe rufen. Zu Hilfe rufen? Nein, X. Ich
Ja, das ist ja interessant, ey. Ob wir das jemals brauchen? Ich bezweifle es. Ich will eine Honigschwabe wenigstens haben. Was ist, wenn ich jetzt hier so... Also sie besiegen auch die anderen Bienen, Alter. Das ist ja geil. Und man könnte jetzt hier eigentlich die ganze Zeit immer sammeln, die Honigschwaben. Bienchen, komm, hilf mir! Okay, weg. Biene gegen Biene. Sehr geil. Dann machen wir einfach alle mal weg. Was? Könnte man eigentlich die ganze Zeit sammeln hier, die Honigfarm. Mal wieder 20, ja, wieder 20. Bisher da keine Belohnungen mehr für uns hat. Oder es gibt immer wieder diese Münzen, die man beim Federn auch hatte. Nordblüten, ne. Wir wollen nämlich auf den Friedhof, aber wir kommen da nicht hin. Also schon, aber nicht in den ins Gebäude. Das? Diese komischen Dinger, die wir brauchen? Honigma, Pilze, die Schädel? Sind das Schädel? Ich frage mich gerade, wo der war nochmal, der es brauchte. Könnten wir da ja einfach hingehen. Aber war das Fettrennen? Da unten irgendwo, ne? Ein geheimer Eingang hier irgendwo? Berg haut ab, ey. Waren wir im Loch? Ich kann nicht mehr erinnern jetzt. Oh Mann. War das hier? Ja, ne? Ne, hier war dieses Spiel nur, ne? Ja. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich das hier abgeben soll, diese ganzen Sachen. Ach ja, das war dieses Jahr. Okay, ja, ja. Ja, 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 alles klar. Da kann mich jetzt gar nicht mehr richtig erinnern, Alter, wo das war. Da war diese Hexbäckerin. Naja, muss ich mal nachschauen. Aber was sollen wir hier machen? Ist hier irgendein Fehler, dass es nicht hier weitergeht? Was brauchen wir denn noch hier? Wir können mal runterspringen, aber wir müssen jetzt nicht weiter. Der Schienenkau, auch keine Gräbewelle mehr. Der Grabstein hier. Lesen gibt ja auch hier nirgends so, oder? Da eben was draufsteht.
Sehr merkwürdig, Leute. Wer kann uns jetzt hier noch weiterhelfen? Ist ja richtig dumm, dass wir jetzt nicht weiterkommen. Der König sagt uns nichts. Na Mann. Das ist dann richtig nervig, finde ich. Wenn man hier die ganze Zeit herumsuchen und herumsuchen muss. Um zu wissen, wie es dann weitergeht. Bla bla bla. Ja, ich komme aber nicht ins Ödland. Irgendein Fehler. Wo hat sich in sein Schloss im Ödland zurückgezogen? Begebt euch zum Friedhof nordöstlich vom Schloss. Ja, da war ich schon. Bla bla bla. Ja, die sagen alles gleiche. Ja, ernst? Och Mann. Müssen doch irgendwas machen können, ey. Können wir was lesen? Die App-Stelle hat sich gemacht. Ja, 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 ja. Damit unbeschwerbar. Ja. Okay, nichts Hilfreiches. Wie komme ich hier hoch? Ah. Da geht's runter ins Verlies. Hier geht's auch raus. Auch ein Hinterausgang, ne? Bringt uns jetzt ja auch nicht weiter. Da muss man irgendwie woanders lang gehen. Kann man hochklettern? Hä? Ja, ein komisches Zeichen hier. Okay. Gibt es hier noch mehr von den Dingern? Okay, da ist noch eins. Wahrscheinlich brauchen wir das. Okay, das ist einmal so entlang. Ah, hier unten. Ah, das ist unten rechts. Oh, ich scheiß Vögel, ja. Da kommt her. Okay, dieses hier ist oben, das andere ist weiter unten. Okay. Dann ist hier noch eins. Das ist dann weiter. Auf jeden Fall etwas tiefer als das andere, aber zwischen den anderen beiden. Okay. Eins müsste noch hier irgendwo sein. Das war jetzt genau suchen. Ich glaube mal, glaub nur auf diesen Bildschirm. Aha. 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 Lass es weiter oben als die anderen. Aber ein Stückchen weiter nach links als das. Okay.
Habe ich mir mal jetzt auch aufgeschrieben. Aber was sie bringen sollen. Haben die irgendwas zu bedeuten? Anscheinend schon, ne? Hier sind wir wieder beim Wettrennen. Leute, ich habe keine Ahnung, ey. So bitter, dass man hier nicht weiterkommt. Ich hoffe, wir können uns herausfinden, wie wir hier reinkommen. Ansonsten. Hä? Hä, wieso das denn auf einmal? Ey, nicht dein Ernst, oder? Was war das denn für ein Fake? Habe ich nur diesen Strahl gemacht und dann ist es kaputt gegangen? Aber ich glaube, das muss ich mir gleich nochmal anschauen. Holt aber da nochmal zurück und schaut euch das auch an. Das war jetzt mysteriös, also. Einfach, ich bin hier so gekommen und dann einfach. Okay, alles klar. Sehr interessant. Dann geht's auf jeden Fall nächstes Mal weiter, wenn wir da reingehen ins Gebäude. Bis dahin bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und sage mal, ich bin der Basti, bleibt fit im Shade und ciao.